Und nun folgen wir dem mal. Schauen, was der uns zu bieten hat. Wir können ihn auch einfach K.O. schlagen, aber wird uns nicht viel bringen. Oh, das wäre aber lustig. Ich glaube, das habe ich damals sogar gemacht, weil es spaßig war. Ich weiß nicht. Einfach mal aus Spaß Leute erschlagen. Nein, ich bin kein Psychopath, absolut nicht. Immerhin tun die Armee-Leute uns noch nichts. Aber wir schleichen uns da ja jetzt ein. Senator Sheridans Delegation ist eingetroffen. Ja, Mr. President. Der Sonderbeauftragte des Präsidenten wird Sie empfangen. Ja, danke. Nach Ihnen, Senator. Hat eine geile Stimme, sagt noch was. Sag noch was. Schwuchtel. Oh mein Gott. Ich bin wirklich so gut gelaunt jetzt. Ich weiß nicht. Herzlich willkommen in SSH-1, Senator Sheridan. Hallo Calvin, nett von Ihnen uns zu empfangen. Es gibt ein kleines Problem, Walter. Colonel Marshall kann uns nicht begleiten. Ich habe strikte Anweisungen von Präsident Galbraith. Aber ich... Die Nerven unserer Offiziere sind äußerst angespannt. Der Präsident möchte lieber Rücksicht auf Sie nehmen. Ich muss mich entschuldigen, Colonel Marshall. Aber natürlich. Gehen wir, Sheridan. Die Operationen werden jeden Moment beginnen. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Ich begleite Sie, Colonel. Okay, wie können wir da jetzt reinkommen? Ich weiß das gar nicht mehr. Die Mission habe ich so selten gespielt. Ich glaube erst dreimal oder so. Also zumindest habe ich die so wenig gespielt. Also ich habe sie auch mit den anderen immer durchgespielt, aber ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht. Was singen die alle immer? Oh, ja. Oh, guten Abend, Colonel. Dankeschön. So. Machen wir das einfach mal. Hier, die Leichen müssen wir wegschaffen, also die Körper. Tja. Komischerweise hat er natürlich direkt gewusst, dass wir dem ans Leder wollen oder so, aber... Können wir den jetzt... Ah, die können wir nicht wegschaffen, okay. Das Alarmsymbol kann auch weggehen. Hallo? Haben jetzt Daueralarm oder was? Naja, warum denn nicht? Hallo. Ich weiß nicht, ob es hier einen Weg gab. Ah, wir können die Tür aufknacken, okay. Dann ist es wahrscheinlich... Ey, das Alarmsymbol regt mich gerade auf, ne? Aber ich glaube, das war immer schon so. Dann nehmen wir mal den Stuhl. So, und die Tür ist auf. Jetzt können wir hier rein. Hoffe ich doch. Wenn da jetzt nichts mehr dazwischen kommt, da, die Tür ist zu. So. Da kommen wir aber nicht mehr rein. Toll. Jetzt die Tür auf, aber uns bleibt der Weg trotzdem verborgen. Geht's auch nicht lang. Spiegel. Hört sich an wie Pappe, wenn man draufhaut, ist ja klar. Wie mache ich das jetzt am besten? Gibt es ja noch einen anderen Weg? Exit. Nee, von da kommen wir. Das ist Zwickmühle, Sackgasse. Genau wie das. Das heißt, uns bleibt nur dieses Bad übrig, um da rauszukommen. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, wo es da noch einen Weg gab. Ist hier hinten in der Duschkabine so ein Geheimgang? Ich glaube, da bin ich bei einem anderen Spiel gerade. Und da hat hier keiner von denen irgendwie eine Magnetkarte. Dann bleibt ja nur noch der Weg hier rüber. Ach so, ja. Toll. Da liegt sie. Gut. Ich hole mal den Besen. Könnten wir gebrauchen. Nein, 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 nein. Auf zu schießen. Echt mal. So. Ich
glaube, von der Waffe Gebrauch zu machen, ist jetzt das Falsche, weil dann wird der Alarm, glaube ich, direkt ausgelöst. Aber naja. Sichere Stalltür. Oh, Checkpoint. Moment, ich speichere das kurz. Gut. Ah, ich darf ja noch nicht mal auf die schießen. Jetzt kann ich die aber wegschaffen. Die Leichen zu verstecken, das macht man am besten hier. So. Allzu viele gab es hier gar nicht an Leichen. Und dann geht's noch nicht mal weiter. Oh, das ist wieder so ein Labyrinth. So ein elendiges. Müsste der jetzt von links kommen, genau. So. Räumen wir den mal in den Raum da hinten, das ist noch am sichersten. Die Zeit müssen wir dann mal investieren. Boah, die Hand sieht irgendwie voll krüppelig aus, irgendwie so. Ich weiß nicht. So. Ein Stuhl. Für alle Lebenslagen zu gebrauchen. So. Hier das. Nee. So, hat man gerade noch links im Bild gesehen, wie wir da angerannt sind. Ist das hier so ein Raum oder ist das nur... Okay. Ich muss definitiv woanders lang. Ich glaube, das hier ist sogar schon verloren, wenn wir die Überwachungskamera irgendwie... Wenn die uns sehen, das war damals so. Aber wie gesagt, meine Angaben sind ohne Gewehr. Was? Nein. Bau kein Mist. Das meine ich mit, die kommen da noch nach. Das war nämlich in dem Kloster Anfang da auch so, wenn ihr euch noch dran erinnert. Holen wir mal einen Besen. Und dann ziehen wir den eins um über die Omme. Man versteckt die am besten immer in den Ecken, weil kann die kaum einer finden. Okay, doch, wenn man hier vorbeigeht, dann sieht man die, dann schaffe ich die lieber mal. Ja, hier in die Ecke. Dürfte auch ganz gut sein. So. Ja. Nicht hä, sondern wie bitte. Hier sind nur Kameras, aber kein Weg. Ich mach mal lieber die Tür zu. Gut. Dann nehmen wir mal den Aufzug. Vornehme Methode. Jetzt fehlt mir aber die Fahrstuhlmusik von Mirror's Edge irgendwie, ich weiß nicht. So ein bisschen Gedudel für die Ohren. Ach so, da geht's raus. Wie jetzt? Ist ein Witz, oder? Nee. Ah. Das pisst mich an. So. Okay. Nein! Oh Gott. Wie blöd war das gerade von mir? So, jetzt müssen wir aber ganz schnell sein. Achso, hier sind wir richtig. Nein, ist aber... Scheiße. Hat der uns gesehen, die Ratte da? Okay. Nein. Denk nicht dran. Hund, du.
Oh oh. Nimm den Besen, und. Phew. Nein. Alarm! Nein! Hat er den? Oh Gott, ne, hat er nicht. Oh mein Gott. Das war jetzt aber so was von knapp. Ich nehme die Leichen besser. Ich will da kein Risiko eingehen, wenn ich ehrlich bin. Wow. Aber es läuft noch relativ reibungslos. Verhältnismäßig. Ah, den Stuhl, den brauche ich eigentlich noch. So, den verstecken wir in dem Raum. Und ich glaube, der Weg führt uns durch diesen Schacht. Der sieht schon so verdächtig aus. Der ist mein Deutsch. Jawohl, da geht's lang. Ich schaff noch kurz hier den Onkel da weg. Aber mein Leben gibt mir zu denken. Ich hätte das eben klüger lösen sollen. Anstatt mich einfach dem ins Gesicht zu stellen. Und sagen, ja, hier, schieß mal auf mich. Ich bin ein süßer irgendwas. Ein süßes Schokobonbon. Was weiß ich. Ah, jetzt sind wir wieder hier, oder? Hey, man kann die werfen. Ist ja cool. Das ist mir neu. Ja, jetzt sind wir in der Dusche. Okay. Scheiße. Da dürfen wir also auf keinen Fall lang, glaube ich. Oder wir müssen irgendwie da durchschleichen. Aber wir können da ja nicht die ganze Zeit gebückt durchgehen. Aber ich glaube, da bleibt gar keine andere Wahl mehr übrig. Jawohl. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden damit töte, sozusagen. Oh oh. Was macht Cherry denn mitten im Wahlkampf in SSH1? Das ist eine Provokation. Er versteckt dich. Dürfte ich Sie daran erinnern, dass er zum Finanzausschuss des Kongresses gehört? Diese Funktion hat das. Bin versteckt. Jetzt bin ich versteckt. Weil jetzt kommen die immer hier durch. Denk ich mal. So wie das war. Boah, ich bin gerade voll konzentriert. Das ist so spannend irgendwie. Das macht auch wieder derbe Spaß. Auch wenn das so eine ätzende Tätigkeit ist wie Leichen verstecken. Was? Warum? Warum? Was haben die da gemacht? Hä? Hä? So. Hä, aber warum war gerade der Alarm ausgelöst worden? Das verstehe ich jetzt nicht. Hätte ich die etwa wirklich alle wegräumen müssen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil die können doch nicht hier rein dann gehen und die... Ich weiß es nicht. Nee, das ist mir echt ein Rätsel. Der eine rennt jetzt hier zu dem, dann kriegt er einen Besen über. Läuft wie geplant. So. Normal ist das hier immer eine sichere Ablage gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, die sieht man eigentlich schon, aber ich meine, das hat sonst auch immer funktioniert. Deswegen lasse ich die da jetzt auch einfach mal. So. Jetzt liegen die eigentlich ganz bequem.
Ich hol mir mal den Stuhl. Weil hier waren ja noch ein paar. Oder etwa nicht.